Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Darksiders. Habe ich eigentlich das letzte Mal ganze Zeit Dark Souls gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe Darksiders, dass ich Darksiders gesagt habe. So, und jetzt hauen wir mal das hier zu Brei. So. Oh, wieder Verschieberätsel. Finde ich die Verschieberätsel gut? Weiß ich nicht. Aber was ich auf jeden Fall gut finde, ist diese Kiste. Denn Seelen können wir nicht genug haben. Okay, diese grünen Flecken wollen wir nicht berühren im Idealfall. Kommen wir da hoch? Nein. Okay. Also wir haben hier etwas zum Verschieben. Der nimmt es hoch. Und was machen wir dann damit? Wir könnten da... Das hier könnten wir wahrscheinlich aktivieren. Nein, könnten wir nicht, weil wir Feuer dazu brauchen. Wo bekommen wir Feuer her? Dann können wir da hoch. Aha, okay. Ja, ist halt immer so eine Sache, man muss erst sich erst einen Überblick verschaffen. Über die Lage. Wie ist die Lage? Also wie gesagt, wir können jetzt das jetzt da hier rausschieben. Oder können wir es auch reindrücken? Nee, rein rausschieben nur. Okay, wir können das rausschieben. Schieben wir mal ein bisschen raus und gucken, was dahinter ist. Ist da irgendwas? Nee. Okay. Also wir können das jetzt da hinschieben, dass der das grabt. Aber was bringt es uns? Dass wir dahinter kommen, eventuell. Bringt es uns sonst noch irgendwas? Vielleicht irgendwas Nützlicheres? Naja. Schieben wir mal da mal hin. Und kontrollieren meine Theorie. So. Das ist ja verdammt doch mal. Lass das wieder los. Ah. Da komme ich doch sonst drüben hin. Nee. Muss das, während das auf Halbmast hat, muss ich es erwischen. So, dann beobachten wir den mal. Wie gesagt, auf Halbmast muss es sein. Er kommt wieder runter. Und er kommt tiefer. Er grabbt. Ich erwische das nicht. Warum kann ich das nicht greifen? Oder muss ich von der Seite hin? Ah, Mann. Wir werden dann die Folgen immer künstlich lang und es tut mir ziemlich leid. So. Jetzt aber. Komm. Hol. Hol Stöckchen. Warum kann ich es nicht grappen? Es ging doch so. Oder ging es nur von einer Seite? Von einer bestimmten. Nee, eigentlich ja nicht. Warum kann ich den nicht greifen? Ach so. So war das ja. Ich erinnere mich. Ach gut. Ein Zeitteil wieder. Aber bevor ich das benutze, schaue ich, wozu ich das nutzen könnte. Wozu ich das brauchen könnte. Einfach nur, um den Weg entlang zu gehen. Oh, das war jetzt nicht geplant. Das war eindeutig nicht geplant. Wozu brauche ich so ein Zeitteil?
Ah, ich weiß schon, wozu ich das Zeitteil brauche, aber wo kriege ich das Feuer her dafür? Ja. Humor, du da draußen nur. Ah, ich sehe schon. Da hinten. Ach, verdammt. Ah, es geht nicht. Da kommt man nicht durch. Also brauche ich dafür die Zeit. Komme ich da hoch? Ja. Gut, dann schauen wir mal auch mal da hinten. Denn die Kiste lacht mich an. Die Kiste bedeutet nämlich Leben. Stück des Lebensteins. Sammeln Sie 4 Bruchstücke, um einen Lebenstein zu erschaffen, den Kriegsgesundheits erhöht. Yeah! Ah, kommen wir da auch rüber? Beziehungsweise will ich da rüber? Hm? Was war mit dem Teil? Wir haben nicht sowas wie einen Haken, oder? Kein Haken, kein Haken. Moment, was ist das hier? Kampflehre? Nee, ist kein Haken. Okay, wir haben keinen Haken, aber wozu ist das denn da oben? Ich probiere es einfach mal. Nee, das reicht nicht. Hm. Das ist nicht so gut, wenn man nicht weiterkommt. Wie kommt man dahinter? Vielleicht kriegt man ja hier in diesem Dungeon so einen Enterhaken. Wie bei Zelda, der ja eigentlich zum Klassiker schon wurde. Also, wir müssen jetzt das hier aktivieren. Und dann so schnell wie möglich die Bombe holen. Können wir das von hier unten aktivieren? Nein, wir müssen auch noch von oben aktivieren. So. Hier sind wir hergekommen, oder? Ja, genau. Da ist das Wasser. Davon da sind wir gekommen, ja. Okay, also muss ich es jetzt aktivieren und dann so schnell wie möglich hintere rennen. Und dann hoffen, dass es keine Zeitbombe ist, sondern eine normale. Ja, jetzt. So. Ja. Genau so habe ich es geplant. Jetzt ab. So, Laufkrieg! Und da ist ein neues Zeitteil. Das ist gut. Das ist gut. So. Schnell Bombe greifen und rennen. Und dann... Wow! Zielen. Verdammt! Zu langsam. Ich habe zu langsam gezielt. So, auf ein neues. So. Und hoffentlich kriege ich es diesmal besser hin. Los, Krieg! Du kriegst das hin. Dum-dum-dum-dum-dum. Oh. Ein paar Hühnchen zu rupfen. Da ist er. Ja. Da ist er. Ich hab mich auch nicht versteckt. Da ist er. Ja. Da ist er. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht in die komischen...
Eieieiei. So. Ihr müsst wissen, Hühnchen gucken gehört zu meinen Spezialitäten. So. Hier ist halt kein Problem mehr für mich. So, mein Freund. Und du bist nun auch weg. Exactly. So, und von hier aus komme ich dann hier hoch. Ah, ja, natürlich. So war das geplant, Leute. Richtig zielen, Seymour. So. Alles klärchen. Erstmal dahintere raufen. Ja, ich rauf mich dahintere. Wenn Gegner da wären, würde ich mich auch dahintere raufen. Aber hier ist nichts, oder? Nee, da kann man sich nicht dran hangeln. Keine Chance, an die Kiste zu kommen, aktuell. Leider. Dann gehen wir mal da rein und hoffen, dass es gleich speichert. Denn dann kann ich so langsam die Folge beenden, wobei die Folge ein bisschen kurz ist. Ach, wir tauchen uns mal rein noch. Und hauen die Teile hier zu Brei. Hat es noch ein paar Teile hier? Nee. Da hinten aber. Kommt her. Ich habe hier mein leckeres Buttermesser dabei. Also nicht das Buttermesser ist da lecker, sondern die Butter, die, mit der ich da verstreiche. Ja, egal. So. Kühl ist nass. Aber wir wollen hier trotzdem raus. So. Es speichert schon wieder. Ob mir das jetzt so gefallen will, weiß ich nicht. Und vor allem, wo komme ich jetzt eigentlich her? Aha, ich wusste, hier ist doch noch was. Deswegen, Leute, immer umschauen, so zu spielen. Immer umschauen. Es gibt immer was zu entdecken. Naja, ich würde sagen, ich verlasse euch hier jetzt mal. Auch wenn es jetzt eine bisschen kürzere Folge ist, tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt weiterspiele, dann wird die Folge ein bisschen zu lang. Daher werde ich hier beenden. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Darksiders. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.